Willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es um einen sehr interessanten Vergleich, und zwar den Vergleich zwischen zwei Glasfaser-All-in-One-Routern, einmal von AVM, einmal von der Telekom, und zwar die Modelle Fritzbox 5590 Fiber und Speedport Smart 4 Plus. Beide Modelle teilen, wie gesagt, den Einsatz am Glasfaseranschluss, und ansonsten sind sie doch sehr, sehr unterschiedlich. Sowohl von der Hardware als auch von der Software her sind das einfach zwei komplett unterschiedliche Systeme. Ich würde sagen, zu Beginn schauen wir uns mal ganz schnell in einer Tabelle die Hardware-Ausstattung an, damit man da schon mal so einen groben Überblick hat. Und hier sehen wir eine Vielzahl der verschiedensten Eigenschaften. Nicht jeder Punkt ist für jeden gleichermaßen relevant. Ich denke mal, der wichtigste Unterschied ist erstmal das Thema Glasfaseranschluss. Bei den Fritzboxen der Fiber-Reihe kommt ein SFP-Slot zum Einsatz. Den kann ich mit den verschiedensten Glasfaser-Transceivern bestücken. Das heißt, ich kann hier Technologien wie GPON, AON oder auch XGS-PON eben auf so einem System oder mit so einem System verwenden. Der Speedport Smart 4 Plus hat einen Glasfaser-Port, genauer gesagt einen LC-Port für GPON-Anschlüsse. Ansonsten sehen wir da noch die weitere Ausstattung. Im Großen und Ganzen WLAN schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, sieht das aber trotzdem sehr ähnlich aus. Ne? Kleinere Unterschiede hier und da sind auf jeden Fall vorhanden, aber die meisten davon sind jetzt erstmal noch nicht so relevant. Schauen wir uns die WLAN-Hardware im direkten Vergleich an, dann sieht man natürlich größere Unterschiede, das muss man ganz klar sagen. Beide Systeme, also 5590 und Smart 4 Plus, verwenden einen 4x4 Aufbau im 5 GHz und 2,4 GHz Frequenzband. In beiden Frequenzbändern wird dabei auf 802.11ax als neuesten WLAN-Standard gesetzt, also beide Systeme unterstützen Wi-Fi 6. Beide Systeme unterstützen auch 160 MHz Kanalbandbreite. Trotzdem ist die Bandbreite im 5 GHz Frequenzband unterschiedlich, denn die 5590 Fiber unterstützt 160 MHz Kanalbandbreite nur mit 2 Streams, wohingegen der Smart 4 Plus das mit 4 Streams unterstützt. Also da gibt es schon mal, wie man sieht, die ersten kleineren Unterschiede. Wenn wir dann in die Chipsatzausstattung schauen, dann sieht man natürlich auch, okay, die Fritzbox setzt auf einen Aufbau von Qualcomm und der Speedport auf einen Aufbau von Broadcom. Dann gibt es noch den Punkt Zero Weight DFS, der Smart 4 Plus unterstützt das, die 5590 Fiber nicht. Damit sind wir alle Hardware-Unterschiede zwischen Fritzbox 5590 Fiber und Speedport Smart 4 Plus durchgegangen. Trotzdem schauen wir uns nochmal einen Punkt an, den sollte man vielleicht wissen. Hier hinten haben wir vom Prinzip her den Anschluss für die Glasfaser. Das heißt, wenn man hier diese Klappe öffnet, dann hat man hier beim Smart 4 Plus den LC-Port für die externe Glasfaserverbindung. Bei der 5590 Fiber hingegen haben wir hier den SFP-Slot. Dort können wir dann ein SFP-Modul stecken, wahlweise mit GPON, AON oder XGS-PON. Beiliegen tun hier AON und GPON-Modul, und dann können wir hier den Glasfaseranschluss ebenfalls einfach drauf abschließen. Damit sind wir hier soweit alle wichtigen Unterschiede zwischen Smart 4 Plus und 5590 Fiber durchgegangen. Jetzt kommen wir zu den WLAN-Benchmarks. Und hier starten wir im 5 GHz Frequenzband, angefangen mit der Heatmap auf Kanal 36. Was man hier jetzt natürlich sofort erkennen kann, ist, dass die Heatmap rechts vom Telekom Speedport Smart 4 Plus am besten ist, gefolgt von der 5590 Fiber in der Mitte, und links haben wir dann die etwas schlechtere Heatmap noch von der Fritzbox 5530 Fiber. Die signalrauschabstandsbasierten Heatmaps geben zwar einen guten Einblick in die WLAN-Ausleuchtung der WLAN-Systeme, aber da es verschiedene Funktionen gibt, die hier nicht berücksichtigt werden können, wie zum Beispiel Beamforming, schauen wir uns jetzt noch die praxisorientierten Durchsatzbenchmarks an. Angefangen auf Kanal 36 mit einem Client, der maximal 160 MHz Kanalbandbreite bietet. Alle drei WLAN-Router unterstützen das ebenfalls, dementsprechend ist der Vergleich hier natürlich sehr spannend. Und alle drei Systeme haben damit auch das Potenzial, sehr hohe Bandbreiten abzurufen. Man kann hier natürlich jetzt insgesamt sehr gut sehen, dass der Telekom Speedport Smart 4 Plus sich quasi fast durchgehend in Front setzt, teils deutlich, gefolgt von der 5590 Fiber, die stellenweise mithalten kann, aber eben nicht immer. Und zu guter Letzt haben wir natürlich dann die 5530 Fiber, die insbesondere auf Distanz dann teils deutlich einknickt.
Dann schauen wir als nächstes auf den Kanal 100 im 5 GHz Frequenzband. Hier ist bis zu 1000 mW Sendeleistung möglich, sofern das System das unterstützt. Hier dreht sich jetzt ein bisschen was. Dazu noch die Info, der Telekom Speedport Smart 4 Plus unterstützt auf Kanal 100 und höher nur maximal 80 MHz Kanalbandbreite. Das sieht man hier insbesondere im linken Diagramm, wo der Client maximal 160 MHz unterstützt. Und dort setzt sich dann die 5590 Fiber natürlich deutlich ab. Interessant ist hierbei, dass der Telekom Speedport Smart 4 Plus trotz Verwendung von nur 80 MHz Kanalbandbreite an vielen Messpunkten mit der 5530 mithalten kann, obwohl diese eben die doppelte Kanalbandbreite, also 160 MHz, nutzt. Was wiederum zeigt, dass der Smart 4 Plus echt viel Leistung hat. In dem Diagramm auf der rechten Seite, wo ein Client genutzt wird, der maximal 80 MHz unterstützt, dreht sich das Ganze wieder. Hier setzt sich der Speedport Smart 4 Plus dann ab. Werfen wir nochmal einen Blick auf die 5 GHz Benchmarks des Speedport Smart 4 Plus, also einmal auf Kanal 36 mit 160 MHz und einmal auf Kanal 100 mit 80 MHz, dann kann man hier natürlich sehr gut erkennen, dass im Nahbereich die 160 MHz Kanalbandbreite trotz der deutlich geringeren Sendeleistung natürlich einen riesen Performance-Sprung bedeuten. Auf Distanz ist dann aber die höhere Sendeleistung mit der niedrigeren Kanalbandbreite durchaus konkurrenzfähig. Also das ist nochmal ganz interessant hier so direkt zu sehen. Werfen wir daher nochmal einen Blick auf den Vergleich Speedport Smart 4 Plus und Fritzbox 5590 Fiber in der jeweils bestmöglichen Konfiguration. Und da sieht man jetzt natürlich schon, dass der Speedport Smart 4 Plus trotz der niedrigeren Sendeleistung auf Kanal 36 im Nahbereich definitiv konkurrenzfähig ist. Auf Distanz hat die 5590 Fiber jetzt natürlich den Vorteil der hohen Sendeleistung kombiniert mit der hohen Kanalbandbreite. Abschließend schauen wir dann noch ins 2,4 GHz Frequenzband, auch wieder angefangen mit der Heatmap auf Kanal 1. Was man hier sofort erkennen kann, ist, dass der Telekom Speedport Smart 4 Plus die etwas bessere Heatmap auf jeden Fall hat. Das kann man insbesondere im rechten und oberen Bereich erkennen. Die beiden Fritzboxen sind recht vergleichbar. Schauen wir uns dann nochmal die Durchsatzbenchmarks an, dann kann man hier sehr gut erkennen, dass die Fritzbox 5590 Fiber und der Speedport Smart 4 Plus eine recht vergleichbare Performance haben. Im Schnitt sollte das ungefähr aufs Gleiche hinauslaufen. Die Fritzbox 5530 Fiber hingegen ist deutlich abgeschlagen, insbesondere auf Distanz, bricht hier die Performance sehr stark ein. Damit sind wir soweit alle WLAN-Benchmarks durchgegangen und man kann im Großen und Ganzen sagen, in den allermeisten Szenarien gewinnt der Smart 4 Plus das Rennen. Es gibt dieses eine Szenario, in dem die 5590 Fiber besser ist, und zwar, wenn Kanal 100 oder höher genutzt wird und das Ganze kombiniert eben mit einem Client, der 160 MHz Kanalbandbreite bietet. Dann hat die 5590 Fiber die bessere Leistung. Allerdings, und das muss man natürlich hier dazu sagen, bietet der Smart 4 Plus Zero Weight DFS an. Das heißt, das 5 GHz WLAN fällt eben nicht aus, wenn DFS greift, was bei der 5590 Fiber dann leider passieren würde. Dementsprechend ist aus Stabilitätssicht der Smart 4 Plus dann einfach besser ausgerüstet. Als nächstes schauen wir uns aber weitere Benchmarks an. Und hierbei starten wir erstmal mit der VPN-Performance. In beiden Fällen wird eine gute Leistung erzielt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Fritzbox 5590 Fiber nutzt hier als VPN-Protokoll IPsec. Das Ganze wird hier über die Hardware-Beschleunigung erledigt. Im Falle des Speedport Smart 4 Plus kommt WireGuard zum Einsatz. Das Ganze läuft in Software, wird also über die CPU berechnet. Und man kann hier im Großen und Ganzen sagen, die wichtige Marke von 200 Megabit überschreiten beide Systeme ganz problemlos. Warum ist das die wichtige Marke? Ganz einfach. 200 Megabit entspricht aktuell an Privatkundentarifen der Deutschen Telekom AG dem maximalen Upload. Also mehr Upload bekommt man zurzeit nicht und dementsprechend ist das die wichtige Marke, die beide Systeme problemlos überschreiten. Trotz allem sollte man natürlich wissen, VPN-Performance ist mit der 5590 Fiber stärker oder besser. Und da gibt es natürlich auch das Thema WireGuard zukünftig. Also mit FritzOS 7.50 wird man hier auch WireGuard bekommen und da wird die Performance vermutlich auch noch mal ein gutes Stück besser sein als beim Smart 4 Plus. Trotz allem, das möchte ich noch mal betonen, in beiden Fällen hat man wirklich eine hervorragende Performance. Dann haben wir als nächstes die NAS-Performance und da muss man natürlich ganz klar sagen, der Smart 4 Plus verfügt nur über eine USB 2.0 Schnittstelle. Auch ist die NAS-Funktionalität recht, ich sag mal, rudimentär. Da bietet die Fritzbox auf jeden Fall einige Optionen mehr.
Und man sieht natürlich auch hier mit dem USB 3.0-Port und dem sehr starken SoC bekommt man hier wirklich einen sehr, sehr guten Durchsatz realisiert. Da kommt der Smart 4 Plus dann einfach nicht dran, ganz klar. Allein schon über die Limitierung durch die USB-Schnittstelle ist man da im Nachteil. Dann kommen wir noch zum wichtigen Thema der Leistungsaufnahme und da muss man ganz klar sagen, geben sich beide Systeme gar nicht viel, also das ist doch recht vergleichbar. Im Alltag sollte es also da keine größeren Unterschiede geben. Beide Systeme benötigen hier ungefähr das gleiche an Energie. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Und damit sind wir auch schon im Fazit zu Speedport Smart 4 Plus und Fritzbox 5590 Fiber. Wir haben jetzt gesehen, in vielen Punkten ist die Performance ähnlich. In manchen Punkten ist mal das eine oder das andere Modell stärker. Trotz allem ein interessanter Vergleich. Wir sollten trotzdem nochmal über ein paar Punkte sprechen. Angefangen erstmal natürlich nochmal das Thema Performance. Hier schauen wir uns jetzt nochmal die ein oder andere Tabelle an, damit man einfach nochmal einen einfachen Eindruck hat, welches System was leisten kann. Angefangen mit der WLAN-Performance. Und hier sieht man natürlich ganz klar, wenn ich eine WLAN-Datenrate im Alltag realisieren möchte mit, sagen wir mal, 1600 Megabit, dann bekommt eine 5590 Fiber das hin und ein Smart 4 Plus bekommt das ebenfalls hin. Das heißt, beide Systeme bieten auf jeden Fall eine sehr gute WLAN-Performance. Auch wenn man ganz klar sagen muss, in vielen Szenarien hat sich der Smart 4 Plus dann einfach als leistungsfähiger herausgestellt oder besitzt halt in vielen Stellen einfach die etwas bessere Ausstattung. Dann haben wir natürlich noch die LAN-Performance. Da muss man natürlich ganz klar sagen, sowohl 5590 Fiber als auch Smart 4 Plus haben natürlich hier den großen Vorteil, einen Glasfaseranschluss kannst du direkt an dem System anbinden und dann hast du noch den 2,5 Gigabit LAN-Port und dementsprechend lassen sich hier Datenraten von, sagen wir mal, 2000 Megabit in beiden Fällen realisieren. Ob das in der Praxis natürlich die große Relevanz hat, das ist an der Stelle nochmal eine andere Geschichte. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, habe ich einen Internetanschluss der Deutschen Telekom, der GPON basiert ist und ich habe dabei einen Tarif mit 1000 Megabit, kann ich in beiden Fällen die überprovisionierte Performance komplett abrufen. Das heißt, in der Regel werden diese Anschlüsse mit 1150 Megabit provisioniert und davon kann ich dann netto rund 1100 Megabit maximal nutzen und das funktioniert hier in beiden Fällen. Natürlich sollten wir auch nochmal über das Thema Konfiguration sprechen. FritzOS bietet natürlich an vielen Stellen mehr Möglichkeiten als das System der Speedports. Deswegen habe ich mir hier erlaubt, noch eine kleine Tabelle anzufertigen. Dabei geht es nur um Netzwerk-Konfigurationsmöglichkeiten, damit man einfach nochmal so einen direkten Vergleich hat. Schauen wir uns jetzt mal an. Und hier sieht man jetzt eine Vielzahl an verschiedenen Funktionen. Man kann sofort erkennen, welches der beiden Systeme was unterstützt. Und natürlich kann man hier sehr gut sehen, dass die Fritzbox grundsätzlich erstmal mehr Funktionen bietet. Ob diese Funktion aber dann jeweils für dich relevant ist, das ist natürlich die andere Frage. Deswegen habe ich mir auch überlegt, wie kann man das am besten abbilden und deswegen habe ich diese Tabelle hier erstellt. Da kannst du einfach mal schnell durchschauen, welche Funktion ist für dich wichtig und dann siehst du sofort, funktioniert das mit einer Fritzbox, funktioniert das mit einem Speedport, ja oder nein? Und wenn da eine Funktion dabei ist, die du auf jeden Fall brauchst und die nur eines der beiden Systeme unterstützt, dann ist die Entscheidung hier auch ganz einfach gefällt. Damit sind wir schon eine Menge Punkte durchgegangen. Wir konzentrieren uns jetzt nochmal auf das Wichtigste. Zu Beginn erstmal die WLAN-Performance. Da ist ganz klar, der Smart 4 Plus ist in den meisten Szenarien leistungsfähiger. Im einzigen Szenario, wo die Fritzbox 5590 Fiber überlegen ist, bietet der Smart 4 Plus aber die entscheidende Zusatzfunktion Zero-Weight DFS, die der Fritzbox 5590 Fiber fehlt. Deswegen geht hier insgesamt der Sieg in der Kategorie WLAN-Performance an den Smart 4 Plus. Gar keine Frage. Dann haben wir als nächstes die Gesamtausstattung. Dabei bezieht sich das Ganze vor allem auf die zusätzlichen Ports etc. Da muss man sagen, ist das sehr ähnlich bei beiden Fällen. Es gibt hier und da kleine Vorteile für die 5590 Fiber. Entscheidend ist hierbei vielleicht die Fritz-NAS-Funktionalität. Also wer NAS nutzen möchte über den All-in-One-Router, der ist mit der 5590 Fiber besser bedient. Da ist die Performance wirklich sehr, sehr gut und einem Smart 4 Plus erheblich überlegen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann haben wir vom Prinzip her natürlich noch die Thematik Kompatibilität. Das ist ein sehr interessantes Thema, denn beide Systeme bieten durchaus eine hohe Flexibilität an. Es gibt natürlich noch einen Punkt, über den wir gar nicht gesprochen haben. Als erstes mal schnell zur Fritzbox. Die kann ich natürlich an den gängigen Glasfaser-Providern betreiben.
egal was für eine Internetzugangstechnologie die am Ende des Tages nutzen, denn ich habe den SFP-Slot, ich kann AON-basierte Anschlüsse nutzen, ich kann GPON-basierte Anschlüsse nutzen und auch zukünftig XGS-PON-basierte Anschlüsse und so weiter und so fort. Also das System ist an Glasfaseranschlüssen natürlich dann sehr flexibel, sowohl bei der Provider-Auswahl als auch bei der Zugangstechnologie. Der Smart 4 Plus hat diese Flexibilität nicht, das heißt, er unterstützt ausschließlich GPON als Internetzugangstechnologie, wenn es um Glasfaseranschlüsse geht. Aber er hat hier auf der Rückseite, wie man sehen kann, auch noch eine DSL-Buchse und die unterstützt hier in diesem Fall auch GFast. Das heißt, FTTB-Anschlüsse kann man hier auf dem System auch abschließen. Dazu bräuchte man bei der Fritzbox ein anderes Modell. Zurzeit unterstützt nur die Fritzbox 7583 GFast-basierte Anschlüsse. Dementsprechend ist das auch nochmal so ein Punkt. Flexibilität würde ich den beiden jetzt hier in Unentschieden geben. Es kommt darauf an, was für eine Flexibilität ich hier brauche. Also es gibt den einen Anwender, der sagt, hey, ich habe jetzt gerade, sagen wir mal, FTTH und morgen habe ich FTTB, weil ich umziehe in einen anderen Stadtteil und dort in dem Haus, wo ich reinziehe, dort gibt es halt nur FTTB, dann hat hier natürlich der Smart 4 Plus den Vorteil. Ziehe ich aber vielleicht in eine ganz andere Stadt und dort gibt es kein FTTH von der Telekom, sondern FTTH von Deutsche Glasfaser, dann hat man natürlich den Vorteil mit der 5590 Fiber. Deswegen, das Thema Flexibilität ist hier so ein bisschen schwierig, weil es kommt halt drauf an. Dann haben wir noch das Thema Konfiguration. Und da muss man ganz klar sagen, das ist nicht mehr so wie früher. Früher war es so, da konntest du mit einem Speedport quasi nichts anfangen. Da konnte man quasi gar nichts einstellen. Das hat sich auf jeden Fall geändert. So ein Smart 4 Plus und auch natürlich ein Smart 4 bietet schon einiges an Konfiguration an mittlerweile. Natürlich kann die Fritzbox mehr, aber es ist stellenweise doch gar nicht mehr so ein krasser Unterschied. Also da kommt es auch wieder darauf an, was für Funktionen brauche ich oder halt auch nicht. Und je nachdem kann es da durchaus sein, dass der Speedport Smart 4 Plus alles hat, was ich brauche. Zu guter Letzt kann man dann ganz klar schließen, beide Systeme haben ihre Stärken und Schwächen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt Szenarien, dass der eine Router besser und es gibt Szenarien, dass das andere System besser. Es kommt also sehr individuell darauf an, was möchte ich machen. Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass beide Systeme durchaus empfehlenswert sind. Zurzeit würde ich den Smart 4 Plus allerdings bevorzugen, weil er auf jeden Fall stabil läuft. Den gibt es schon länger auf dem Markt. Der ist erprobt. Die 5590 Fiber hat aktuell noch hier und da kleinere Problemchen. Die werden sich in den nächsten Monaten auf jeden Fall lösen lassen. Davon gehe ich ganz stark aus. Und dann hat man hier in diesem Fall zwei absolut empfehlenswerte Systeme, die je nach Szenario mal besser oder schwächer sind im Vergleich zum anderen Modell. Also es kommt dann wieder sehr stark drauf an, was mache ich genau. Geht es mir primär um Internetzugang, Konfiguration interessiert mich nicht und ich möchte vor allem eine gute WLAN-Performance, dann würde ich den Smart 4 Plus auf jeden Fall bevorzugen. Geht es mir auch um diese ganzen zusätzlichen Möglichkeiten, dann ist die Fritzbox natürlich überlegen. Also es kommt, wie eben schon gesagt, ein bisschen auf den Einsatzzweck an. Damit sind wir hier aber am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und weitergeholfen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und gerne bis bald.